Hallo und herzlich willkommen zu einem allerersten Update von meiner Webcomic-Seite, sage ich mal so schön. Ich kann im Moment jetzt nicht so oft Replay aufzunehmen, weil ich ja die Woche krank war. Aber ich dachte mal, ich zeige euch mal mein neues Projekt, was ich mit anfange. Denn ich wollte ja meinen Webcomic nicht mehr auf Instagram zeigen, sondern irgendwann auch auf meiner eigenen Seite. So, und jetzt trifft Anfänger auf World Press, war das, glaube ich. Ich kenne mich damit null aus. Also ich habe wirklich gar keine Ahnung davon. Das ist wieder was ganz, ganz Neues, womit ich mich befasse. Ich muss mich da ja auch ein bisschen einlesen. Und zum Glück habe ich aber auch Hilfe von außerhalb, von meinem Stiefvater zum Beispiel. Vielleicht mache ich die Musik ja doch noch etwas leiser. Ich weiß es nicht. Ich will ja mal meine Vorbereitung natürlich. Wie ihr sehen könnt, ist das noch ganz in den Startlöchern. Und ich weiß auch nicht, ob das Design so bleiben wird. Ich habe jetzt erstmal, um generell ein Design zu haben, erstmal einen Hintergrund ausgesucht und eine Schrift. Und jetzt bin ich gerade dabei, irgendwie herauszufinden, wie das alles irgendwie funktioniert. Es sieht komplizierter aus wahrscheinlich, als es ist. Man startet ja auch zum Beispiel hier mit seinem Dashboard und hat viele Sachen. Wie gesagt, ich kenne mich null aus. Ich muss mich da selber erstmal reinfriemeln. Hier kommen wir zum Beispiel zur Webseite, wenn wir jetzt die ganzen Sachen hier nicht haben. Zum Beispiel weiß ich auch noch nicht, wie man hier dieses große D, also diesen großen Anfangsbuchstaben wegbekommt. Wie gesagt, das ist erstmal nur der grobe Baukasten fürs allererste Mal. Ich dachte jetzt, immer wenn ich was Größeres vollbracht habe, wollte ich so ein kleines Update für euch machen. Und dass ich dann irgendwann euch dann zum Schluss dann die komplette Webseite vorstellen kann. Bitte erwartet von mir jetzt nichts Großartiges. weil ich merke schon, klar, ich hätte auch damals in der Schule das mit den Webseiten aussuchen können, aber ich habe mir echt zu viele Hobbys angeeignet. YouTube, Zeichnen, Reiten sind ja alles Hobbys und Videos schneiden. Und man kann nicht in allen gut sein. Man muss das sich erstmal selbst aneignen. Sollte es natürlich trotzdem Leute geben, die sagen, hey, ich habe schon mal mit WordPress... bevor ich jetzt irgendeinen Schmumpitz erzähle. Doch, es ist WordPress. WordPress gearbeitet. Ich kenne mich damit einigermaßen gut aus. Ich nehme natürlich jede Hilfe gerne an, weil ich bin hier ein kompletter Anfänger. Wenn ich das auch nicht vergessen sollte, sollte auch in der Info-Ecke hoffentlich mein Discord drinstehen. Zumindest auf der also auf meinem YouTube-Kanal ist auch mein Discord verlinkt. Damit könnt ihr mich auch immer erreichen und auf meinen Discord-Server kommen. Und da kann man sich auch kurz schließen. Ja. Webcomic. Ich zeige euch sozusagen meine Comics, dann diesmal nicht mehr auf Instagram, sondern die werde ich dann so gut wie immer hier hochladen. Ich habe zum Beispiel hier auch so als Beispiel jetzt schon Comic 1, 2 und bald irgendwann auch 3. Und hier wollte ich eigentlich auch irgendwann meinen Halloween-Comic hochladen, aber wir haben jetzt schon den 29. Oh, und jetzt läuft im Hintergrund natürlich Werbung. YouTube, typisch, egal. Reden wir natürlich einfach weiter. Hier wollte ich auch eigentlich dann irgendwann meinen Halloween-Comic hochladen, aber ich bin mir auch nicht mehr sicher, ob ich das wirklich passend zu Halloween fertig kriege. Weil alles frisst ja auch etwas Zeit und ich kann nicht alles gleichzeitig machen. Diese nervige Werbung. So. Das ist übrigens OBS, wenn ihr es gerade gesehen habt. Oder auch nicht. Ich glaube, das habt ihr nicht gesehen. Ja, also wie gesagt, ich denke mal, immer wenn ich sozusagen einen größeren Schritt getan habe und irgendwas gemacht habe, werde ich dann euch ein bisschen was von meiner Seite zeigen. Was ich auch vorhatte ist, was auf Instagram natürlich etwas verloren gegangen ist. Das war, auf Instagram ist es alles unübersichtlicher. Ihr müsst runterscrollen, bis ihr die erste Seite findet. Wer nicht von Anfang an dabei ist, muss also ganz schön viel runterscrollen. Und besonders... viele haben mich auch gefragt, wer war der Charakter nochmal, wer war der Charakter nochmal, und das kann man hier auch auf der Seite auch alles vereinfachen. Man kann ja auch eigentlich eine Kategorie schreiben, alle Soul Rider erklärt, wie die aussehen, wie sie heißen,
wie die Dakor-Leute heißen. Das ist dann alles viel einfacher, aber das muss ich erstmal hinkriegen. Das war es auch eigentlich, was ich euch so im Groben zeigen wollte. Ich bin gespannt, was ihr von meiner Idee haltet und ich bin gespannt, wann ich es durchführen kann. Ich will einfach mal sagen, wir sehen uns dann zu einem nächsten Video wieder, wenn ich dann wieder etwas mehr Zeit habe für diese Woche hoffentlich. Also macht's gut, ihr Lieben, und bis zum nächsten Mal. Ciao!